Hallo und Glück auf vom Trainingsgelände des FC Schalke 04 in der Länderspielpause. Und nie war sie wertvoller als jetzt. Denn wenn man mal so ein bisschen nach hinten schaut, man weiß abgezogen, die Spieler, die für die Nationalmannschaften unterwegs sind, es sind nicht viele Stammkräfte da. Die Verletzungsliste ist lang, wir haben ein Update und das gebe ich euch mal, weil es dauert doch schon ein bisschen. Ja, solche Szenen wie dann jetzt hier gerade im Training möchte man natürlich dann auch vermeiden. Und dann zuckt auch ein Thomas Reis mal kurz zusammen. Nicht noch ein verletzter Spieler oder angeschlagener Spieler, brauchen wir nicht. Aber die Pause ist ja da, um sich zu erholen. Außer für die, die hier sind. 9 Spieler aus der U19 und U23, die sind heute hier mit beim Training dabei. Individuell trainieren, also das muss ich auch ablesen. Uronen, Drexler, Brunner, Latzer, alle individuell. Ein paar Minuten draußen, dann ab in die Halle. Länger dabei waren Kaminski, Skarke und Polter, die individuell auf dem Nebenplatz trainiert haben. So, bei den Torhütern auch 2 Ausfälle. Michi Langer schon etwas länger angeschlagen. Und Schwolo seit gestern erkältet. Ja, Moritz Jens, Vorsichtsmaßnahme, ist nicht mit dabei. Kahrmann geht auch als Vorsichtsmaßnahme ins MRT. Ja, und dann die Länderspielfahrer Aydin, Henning Matricciardi, Sissé, Kral und Tom Kraus. Ja, also wie ich hatte es schon angekündigt, die Pause, die kommt halt genau richtig. Junge Spieler sind dabei, die quasi gescoutet werden sollen und dann auch am Freitag wahrscheinlich gegen Venlo hier beim Testspiel zum Einsatz kommen werden. Ja, ist doch relativ windig heute. Training ist jetzt vorbei. Ein paar Jungspieler sind auf dem Platz und auch Kabinski und Skarke haben noch eine Laufeinheit vor sich. Ja, nichtsdestotrotz, die Länderspielpause, ich hatte es am Anfang erwähnt, die kommt genau richtig. Vielleicht ist ja dann zum Spiel gegen Bayer Leverkusen, so einem wichtigen Spiel gegen Bayer Leverkusen, hier in der Felddienstarena am übernächsten Samstag 15.30 Uhr. Dann sind dann vielleicht wieder ein paar mehr mit dabei und können die Mission Klassenerhalt weiter unterstützen. Heute gab es eine Aussage eines Toni Kroos ist ein großartiger Fußballspieler, aber anscheinend hat er keine Ahnung vom Fußball. Er hat gesagt, absteigen werden definitiv der VfB Stuttgart und der FC Schalke 04.